Hi, meine Haschpapis, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wenn ihr jetzt fragt, warum sage ich Haschpapis, nun, ein bisschen back to the roots. Ich habe meinen Kanal jetzt auch wieder umbenannt, heißt nicht mehr Hashtag Man, sondern Haschdi, Bindestrich, Hashtag Let's Play, wie damals, Hashtag Let's Play, nenne ich mich wieder. Ne, hier, zack. Was kommt jetzt für ein Video? Ich habe mit Max eine Runde Phasmophobia gespielt, gestern. Und da habe ich eine Session von aufgenommen. Diese Folge seht ihr jetzt. Habe ich jetzt vor, öfters zu bringen, mit Max so ein paar Videos zu machen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr Phasmophobia nicht kennt. Das ist ein Spiel, da ist man in der First-Person-Ansicht in einem verlassenen Haus. Es gibt verschiedene Szenarien. Und man muss halt herausfinden, was für ein Geist sich denn in diesem Haus tummelt. Dadurch kann man verschiedene Gadgets verwenden. Und je nachdem, worauf der Geist reagiert, kann man dann schlussfolgern, was für ein Geist es ist. Schaut euch einfach das Video an und habt Spaß. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne den Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Haschdi. Viel Spaß! So. Es ist ein zweistöckiges Haus mit 6 Schlafzimmern. Mir ist auch wieder, fotografieren sie dreckiges Wasser. Kenneth Anderson heißt der Geist. Kenneth Anderson. Er scheint nur auf Personen zu antworten, die allein sind. Merken. Ach du Scheiße, wieder von einem Geist. Wir haben 5 Minuten Zeit, ne? Das heißt das auch, 5 Minuten bevor der erscheint, ne? Du musst auf jeden Fall für mich Licht machen. Ich habe jetzt hier Radio zum Sprechen, Buch und Kamera, Überwachungskamera. Okay. Let's go! Kann ja nur in die Hose gehen. Denke ich auch. Wie war der Name nochmal? Kenneth Anderson. Ah, okay. Wo bist du? Ja, Kenneth Anderson. In dem Truck. So, plötzlich warst du weg. Machst du was doch nicht. Okay. Der ist nur allein, du weißt, der reagiert nur auf Leute alleine, ne? Ich hätte vielleicht doch was anderes mitnehmen sollen. Ich laufe bei ihm durchs Haus und guck mal, ob er mir antwortet mit dem Radio. Okay, komm mit dem anderen Sensor hinterher. Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wer ist? Wo bist du? Ich glaube, du musst den Namen dazu sagen. Nee, brauchst nicht. Beim Training brauchte ich das auch nicht. Ach so, okay. Warte, er reagiert nur, wenn ich alleine bin. Wo bist du? Geh mal in den Keller. Wenn ich es empfinde. Okay. Es ist so dunkel. Ich habe überhaupt keinen Ausschlag. Hast du dieses EMF? Ja. Gut, da musst du dann auch manchmal reden, dann schlägt es von grün auf rot oder so. Wo bist du? Kenneth, bist du da? Ich geh in den Keller, lass mich hier mal alleine. Oder gehst du? Ach, na, geh du. Ist der verschlossen? Nee, achso, geh nach innen auf. Och du Scheiße, ich hab kein Licht, du gehst. Leck mich! Kenneth, wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Kenneth Anderson, wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Kenneth Anderson, wo bist du? Wie alt bist du? Kenneth Anderson, wie alt bist du? Also dort unten ist kein Ausschlag. Fuck, ich höre irgendein Quietschen. Es kann ja auch nur sein, dass der nicht auf EMF reagiert, sondern auf was anderen. Probier du mal.
Wo bist du? Eventuell muss das Licht auch aus sein. Keine Ahnung. Wo bist du? Okay. Sind das mehrere Räume? Oder ist das nur ein großer Kellerraum da unten gewesen? Waren es mehrere oder nur ein großer? Oh oh. Oh Gott, da ist unten dieser Ball! Der ist da einfach runtergefallen. Was ist? Was ist, was ist, was ist? Ich habe einen Ausschlag. Wie weit? Dort, war es bis rot? Nein. Aber dort unten ist ein Ball. Ball. Der ist davor runtergerollt. Der Ball? Ja. Irgendein Ball. Der ist dort hergerollt. Kenneth Anderson, bist du da? Kenneth Anderson, wie alt bist du? Warte, ich hol mal die Fingerabdrucktaschenlampe. Erst die Tür offen. Ich habe da jetzt gerade eine Kamera aufgestellt, um da zu filmen. Okay, perfekt. Und warte, ich stelle hier auch ein Buch hin. Vielleicht schreibt er ja dann. Ich schau mal zum Monitor. Warum steht die Kamera nicht im Keller unten? Bring du sie doch nach unten, du Arsch! Du hast sie doch damals mitgehabt. Warum hast du sie nicht unten hingestellt? Weil ich dachte, unten sei nix. Und hab ich da oben kommen, hast du gesagt, das schlägt, der Ball fällt gerade runter. Und das Ding hat ausgeschlagen. Ja, aber es muss bis rot sein. EMF, bis EMF 5. Es muss wirklich rot sein. Dann zählt das erst. Achso, okay. So schlimm war es nicht. Also ist, ja, es ist nur eins ausgeschlagen. Also eine weitere LED. Eventuell ist unser Geist ein kleines Kellerkind. Hörst du da was? Hörst du das? Ja. Was ist das? Kenneth Anderson, bist du da? Nee, ich geh doch nicht mehr runter. Alter, wir müssen da runter! Kein Bedarf! Dann sollen die Einwohner halt einfach umziehen. Das ist mir doch egal. Nicht mein Problem. Ich schau mir mal die Garage an. Was haben die da so für Auto? Alter, du hast das Haus ausgesucht. Jetzt geh da runter. Wir gehen beide runter, okay? Warum? Okay, wir gehen beide runter. Das war echt keine Angst. Nein, du hast eine richtige Lampe. Oh Mann, ey. Ich bin direkt hinter dir. Kenneth Anderson, bist du da? Hast du die Kamera mitgenommen, dass wir die unten im Keller aufstellen können? Kenneth? Nein. Warte, ich hol sie. Okay. Kenneth Anderson, wie alt bist du? Moin, Meister! Okay, der reagiert auf nichts. Oh Gott, vor allem Dingen, wann der Stromausfall, der Sicherungskasten ist in dem Raum. Siehst du irgendwelche Fußabdrücke? Wenn, dann müsste ich Fingerabdrücke sehen, aber sehe ich gerade. Wenn, dann müsste ich Fingerabdrücke sehen. Aber ich sehe nichts. Kenneth Anderson, wie alt bist du? Hast du das Licht ausgeschaltet? Ja. Ich wollte nicht jetzt mal eben okay. Mit der Kamera oben gucken. Und fuck, was? Ich habe die Kamera vergessen einzuschalten. Oh Mann, ey. Wir müssen doch mal rein. Das war's an der Stelle. Guck du, okay, komm, guck du, ich gehe alleine rein. Guck du. Nee, halt, lass uns zusammen. Der geht ja nur, wo Leute alleine sind. Deswegen hat er sich jetzt gar nicht gemeldet. Ha! Ja, nee, ich geh da sicher nicht alleine rein. Ich hab mal im Licht angemacht. Hä?
Du bist doch an. Oh fuck. Sicherung aus. Licht ist broke. Kenneth Anderson, bring Maxum, nicht mich. Halt's Maul. Ganz ehrlich. Bye, have a great time. Ja, ernsthaft. So, wir sehen jetzt Bild. Okay, spannend. Richtiger ja. Blockbuster. Ja, ernsthaft. Alter, toll, ey. Wir haben noch gar keinen einzigen Hinweis, ne? Warum hab ich mehr Certainty als du? Du hast 66%, ich 91. 8, 89. Keine Ahnung, wie das singt. Vielleicht habe ich schon so ängstlich reagiert mit meiner Stimme oder so und das Spiel erkennt das. Kenneth Anderson. Kenneth Anderson. Oha, das kann sogar wirklich sein. Singt das jetzt? Nicht wirklich, aber... Kenneth Anderson! Kenneth Anderson! Weiß nicht, ob das dann hier... Kenneth Anderson, du Spast! Reagier! Okay, wir müssen doch wieder rein. Vielleicht ist es gar nicht im Keller. Hier steht, Aktivität ist da vorhanden. Aber ansonsten sehe ich bis jetzt hier nichts. Naja, die aktuelle Gesamtaktivität ist ja jetzt relativ niedrig. Jetzt ja. Kenneth Anderson! Oh, oh, Lichtplakat! Hast du das gesehen? Kenneth Anderson! Da hast du gedrückt, du hast gedrückt, du Arsch. Alter! Du bist so ein Assikopf! Mann! Ich denke, nicht lang, Gott. Dafür gehst du jetzt rein. Gib mir die Kamera. Fotos machen. Taschenlampe? Kamera. Take it. Okay. Ich gehe jetzt rein und mach Fotos. Alter, ist das gerade horrorhaft, ey. Kann ich dann ja. Kenneth Anderson? Geht einfach nichts mehr hier. Tür ist zu hier. Ach, die hab ich ja zugemacht. Kenny Boy? Alter, ich gehe doch jetzt nicht in den Keller! Und stell dir vor, ich spiele das Spiel in VR. Und alleine. Um Mitternacht. Kenny Boy, are you there? Nimmst du mal das Buch hier mit? Eventuell schalte ich kurz die Sicherung ein, oder? Wann wir schon unten sind. Kenneth Anderson! Was ist denn mit dir falsch? Why are you photographing me? Okay, Strom funktioniert wieder. Nimmst du das Buch hier mit? Oder die Kamera? Was möchtest du mitnehmen? Die Kamera ist, glaube ich, der falsche Raum. Kannst du das Buch auch mitnehmen? Nee, du hast schon zwei Sachen sonst, ne? Ja, ne. Meinst du, der ist oben? Der Geist? Wir rufen jetzt einfach, warte. Kenneth Anderson! Wie alt bist du? Hier ist auf jeden Fall nicht... Aber wir dürfen nicht zu zweit sein. Kenneth Anderson, hörst du mich? Ich habe kalten Atem. Ich habe kalten Atem. Ich auch. Fuck. Ich habe kaltem Atem. Wir müssen die Kamera irgendwo hinstellen. Bitte drücken Sie B, ich verstehe Sie sonst schlecht. Ich bin doch jetzt direkt neben dir. Wir müssen irgendwo hier die Kamera hinstellen. Stell die hier drauf. In welche Richtung soll ich schauen? In den Raum? Oh, Alter, ich habe voll Angst. Kamera ist aktiviert. Wo ist der kalte Atem? Direkt hier, in dem Flurgang. Kenneth Anderson, bist du da?
Ich habe dreckiges Wasser fotografiert. Warum das Foto? Hallo? Dreckiges Wasser. Sollten wir hier dreckiges Wasser habe ich fotografiert. Da. War das der Geist? Wieso hast du da rein die Kamera gemacht? Ja, wo sonst? Wohin? Wir haben bis jetzt nur kalten Atem, ne? Aber das mache ich schon mal an. Also unter Gefriertemperaturen. Jemand muss die Kamera, das Buch unten holen. Kannst du das Buch unten holen? Es scheint ja hier oben zu sein, nicht unten. Kannst du das Buch eben unten holen? Der scheint ja, ja hier oben klar. zu sein. Ja, der scheint ja hier oben zu sein. Kenneth Anderson, bist du da? Ich gehe auf jeden Fall nicht. Bleib da alleine stehen. Okay, Buch habe ich. Ich komme. Sehr gut, du hast auch die Kamera ausgeschaltet, du Arsch. Wo soll man das Buch hinlegen? Oben? Oben, wo es kalt ist. In den Flur? Ja, einfach hier auf dem Boden. Auch mit F. Hä? Ja. Aber wo hast du es hingetan? Wie lege ich denn das hin? Ja, das geht auch. Ist das mit G richtig? Ja, geht auch mit F, aber so geht's auch. Ist schon richtig, ist schon richtig. Eigentlich mit F. Mach mal überall da oben das Licht aus. Jetzt hab keine Angst. Du hast mehr hier Sanity als ich. Du hast 71%, ich habe noch 46. Wo ist das Licht für die... Ah, okay. Oh, Licht flackert. Licht flackert, Junge, Licht flackert. Kenneth Anderson? Kenneth Anderson! Bist du noch da, Max? Ah, I'm still. In welches Buch müssen wir das dann eigentlich? Wo? Auf J, Journal. Auf J. J funktioniert nicht. Doch, einmal J drücken und dann letzte Seite. Funktioniert nicht. Muss funktionieren, geht bei mir auch. Nee, vielleicht kann das nur einer. Okay, vielleicht. Wie das Licht da oben zum Flackern angefangen hat. Da habe ich schon wieder Existenzängste gehabt. Ja, kann ich verstehen. Wir sollen das den Geist noch fotografieren. Ja, du kriegst die Kamera. Ja, super. Okay, ich lasse alles andere jetzt hier liegen. Kriege ich bitte die Taschenlampe? Wünsche Glück. Achte bitte in das, achte bitte Kamera. Okay. Der zeigt sich ja nur, wenn du alleine bist. Kenneth okay, Anderson. Ich seh dich, du bist direkt. Kenneth Anderson. Hast du die Taschen? Kenneth Anderson. Die Taschenlampe eingeschaltet. Ja, hab ich. Kenneth Anderson, zeig dich! Ich höre dich nicht, falls du aktuell was sagst. Ja, ist gerade nix. Ich stehe unten an der Treppe. Kenneth Anderson? Ja, ist noch keine Aktivität zu verzeichnen. Kenneth Anderson! Alter, ich hab voll Angst! Ich will nicht nach oben! Kenneth Anderson. Ich halte doch nicht die Taschenlampe aus, bist du bescheuert? Wenn du hier bist. Ich halte nicht die Taschenlampe aus. Warum denn? Alter, ich habe Angst. Ich habe so Panik gerade. Ich will nicht nach oben. Ja, der Sanity sinkt schon auf 42%.
Die Aktivität geht etwas nach oben. Die ist gerade am Peak. Kenneth Anderson! Ist die Kenneth Anderson? Klimanotlauf zu niedrig. Ja, 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 ist, der Atem ist noch kalt. Kenneth Anderson? Alter, ich gehe da nicht rein. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Raum der ist. Ah, mit J. Jetzt weiß ich, wie man das Kanal öffnet. Ich bin so dumm und drücke Y. Das war ja wieder mal typisch. Oh, Alter. Soll ich jetzt einfach reinrennen? Gesamtaktivität sinkt wieder auf 2. Oh, jetzt kommt wieder Peak auf 5. Ich hör was. Da ging gerade was an, jetzt ist bei Peak, kommt mehr raus, weil der Sanity sinkt auf 27%. Okay, du bist dran. Alter, ich habe gerade nur Wasser rauschen gehört hinter mir. Alter, ich bin gerade gestorben. Wo bist du? Nimm die Kamera, wir brauchen noch ein Foto. Aber bis jetzt hat er noch nichts gemacht. Hä, warum? Du bist nicht tot. Nee, ich oder bin nicht... bist du psychisch gerade gestorben? Ich bin gerade psychisch gestorben, siehst doch, nur noch 27%. Okay. Plötzlich hört ich Wasser. Aus dem Badezimmer, so Wasser rauschen. Aber ich glaube, das war das Badezimmer rechts. Wenn du die Treppe hochgehst, ist rechts auch ein kleines Badezimmer. Eventuell lass uns nur mal gemeinsam rein und die Kamera umstellen. Oder? Okay. Keine Ahnung. Nee. Bist du da? Alter, jetzt sag doch jetzt nicht jetzt schon. Wir müssen nach oben die Kamera umstellen. Ich glaube, der Strom ist wieder ausgefallen. Ja. So, die Kamera stellt sich. Ich höre das Wasser, ich höre es. Es ist aus, ich habe es abgestellt. Okay, warte. Du hast die Tür zugemacht? Nee. War es rot ausgeschlagen? Na, ich hab so Angst! Fucking Scheiße! Alter, ist abgeflossen! Ist tot! Fuck! Max, ich würde dir so gerne helfen. Jetzt muss er nur noch raten, was für ein Geist das ist. Einfach abbauen, du hast noch nicht mal geraten. Du hättest mit dem Journal wenigstens raten müssen. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ein Jurai. Hallo? Alter, warum bist du einfach abgehauen? Okay, sorry, Panik geschoben. Du musst wenigstens, bevor du abhaust, auch mit dem Journal wenigstens raten, was das für ein Geist sein könnte. Aber wenn es richtig ist, kriegst du auch noch Geld. Was war es denn für ein Geist? Ein Jurai. Ich hab's nicht gesehen, der hat mich einfach nur von hinten gepackt. Ich wollte raus, aber die Tür war zu. Alter, das ist mal gerade anders. Das war anders Panik gerade bei mir. Ich hab nur so mal Taschenlampe flackern sehen und dann auf einmal du.
Ne, ich habe nur plötzlich so. Hier, okay, da. Ich habe die Kamera genommen. Ich da so, okay, ich stell die Kamera um. Und plötzlich höre ich nur so Schritte. Ich denke so, hä? Und ich habe gesehen, du stehst. Es sind nicht deine Schritte. Und da habe ich gedacht, fuck, Alter, ich gehe nach unten. Dann hast du Panik geschoben. Ich bin auch nach unten gerannt. Dann hast du Panik geschoben, dadurch habe ich Panik geschoben und da war die Tür zu und die Tür ging nicht auf und dann plötzlich kamen nur die Hände von vorne. Alter, ist das panikmachend. Ich bin irgendwo panisch ins Wohnzimmer gelaufen. Boah, Alter, krieg ich Panik, ey, bei dem Spiel.